Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, wie soll ich sagen, Serie auf Shogimon. Wir spielen League of Legends und zwar heißt die Serie Randoms on Aram. Ja, ich spiele also immer mit Randoms, außer vielleicht mal mit Nappo oder mit anderen, wenn es zufällig ist, aber wahrscheinlich werde ich großteils mit den Randoms spielen, deswegen auch der Name. So, wir haben einen Mundo, wir haben eine Ashe, wir haben einen Darius und wir haben einen Victor und ich spiele LeBlanc. Das heißt, wir kaufen uns... wir kaufen uns auch mal das, was vorgeschlagen ist. Plus ein paar mehr Tränke und auch ein paar Mana Pots. So, los geht's. Im Gegnerteam... Oh, die fighten schon. Sollte ich mich vielleicht ein bisschen beeilen? Im Gegnerteam haben wir eine Tristana, einen Viktor... Ne, nicht einen Viktor, einen Vladimir, einen Hecarim, einen Fiddlesticks und einen Evelynn. Nicht vom Rahmen treffen lassen. Keine Lust auf diesen Rahmen. Der Evelyn haben wir richtig eingeschenkt erstmal. Und wieder zurück. Uiuiui. Okay. Das war jetzt ein bisschen scheiße. Hab ich dir noch den Schaden gegeben? Ja, ich habe dir noch den Schaden gegeben. Erstmal die Tränke kurz auf die andere, dass ich noch andere Belebung mache. Ich hab mich schon gefragt, warum ich. Aua! Gleich nochmal andere Potte daher. Oh. Oh, fuck. Da war ich zu langsam im Heal. Haha, ich kann dich trotzdem festhalten. Ach ja, ich liebe das. Einfach nur dieses. Poken mit ihr. Schade. Oh, was wird das denn? Autsch. Ja, okay. Da ist meine Passive raus. Aber das macht uns nichts. Wir haben noch zwei Kekse, Intus. Ein Mana-Pot ist auch noch drin. Da ist eine Bombe von Tristana. Da sollten wir jetzt nicht zu nahe kommen. Oh, oh nein, oh nein. Oh nein, oh Gott, was war das für ein Fail? Da bin ich wieder reingesprungen. Scheiße. Oh fuck. Oh nein. Ja, was holen wir uns? Am besten noch ein Dorat. Der hilft immer. Oh, noch Mana-Pot. Dorans Ringe helfen immer. Oh fuck. Ich glaube, das war mein frühester Tod im Aram überhaupt. Gott, wir stehen schon 0-4. Was ist das für ein super, das Spiel? Ich glaube, wir sollten jetzt langsam mal einen Kill machen. Ist der immer drin? Da ist keiner drin. Dann können wir mal bis hier hingehen. Schauen, ob die Evelynn sich traut, rauszukommen. Dann kriegt sie nämlich erstmal ein bisschen was ab. Na Gott, Autotech. Los, los, den Auto-Attack! Oh gut, wir haben zwei Stück bekommen. Ich mach das da hoch. Ich spiele Block zwar in letzter Zeit öfter auch mal im Normals, aber ich kann sie noch nicht so gut, wie ich sie gerne können würde. Ach ja. Mal schauen, ob der mal drin ist. Ja, hallo Hecarim. Oh nein, ich hab den Mini gedingst. Gut, dass wir trotzdem den Kill machen. Und trotzdem sterben. Und? Werde ich sterben? Nein, aber meine Passive ist draußen. Verdammt. Oh, 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 das ist schlecht. Oh, das ist sehr schlecht. Das war jetzt extrem schlecht. Gott, ich komme aber auch zu nix. Ja, ich glaube, ich warte jetzt gerade mal. Ich glaube, das Geld für die Schuhe dürfte ich jetzt voll bekommen, wenn ich kurz warte. Brauche ich mir wenigstens mal die ausgebauten Schuhe. Los. Dankeschön. Und ich habe Ulti. Jetzt werden Blaze gemacht. Nicht.
Ich habe den Block eigentlich nur geholt, weil ich die ganze Zeit Leute gesehen habe, die solche Plays machen. Und irgendwie... Lolomundo überlebt einfach. Oh, da hinten hole ich mir jetzt gerade mal so eine Heilung, bevor das jemand anders macht. Gott, ich hatte schon so viele Möglichkeiten, jemanden umzubringen und hab's aber nicht gemacht. Gott, das war viel zu spät. Erstmal zu Victor gehen und Heal drücken. Uiuiuiui, ich kann das mal halb lang. Okay, okay, das könnte jetzt schlecht werden. Alter Falter. Mal schauen, ob ich jemanden rausholen kann. Ich glaube es zwar nicht, aber... Nein, ich glaube nicht. Aber wobei, jetzt wo Tristana seinen abbekommen hat. Verdammt. So, warte mal, aber was funktionieren könnte, wäre was anderes. Okay, den Hikarim habe ich irgendwie ausgeblendet. Oh Gott, ich bin irgendwie scheiße. So ein paar Heiltränke. Weil im Mana-Bedrängnis komme ich momentan nicht. Das wäre viel zu schön. Dann würde ich nämlich länger überleben. Was wir aber gerade nicht tun. Also, mit wem meine ich mich, weil ich der Noob bin. Wenigstens haben wir Kills gemacht. Hier steht nämlich schon 8:14. Alter, und der Hikari springt einfach rein und tötet einfach alles. Erstmal Auto-Tacken, los. Wow, Ash. Wow, wirklich? Komm, komm, komm. Na, okay. Ach, das ist unser Feldstift. Aber ein paar Cooldowns. Das muss ich jetzt kurz abwarten. Ich glaube, ich hätte ihn töten können. Ich traue mich aber irgendwie noch nichts mit. Wie heißt der LeBlanc? Gott, jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein. Aber ich habe Minion gedingst. Machen wir es eben mit der Ulti. Ja, ich habe so viel zum Thema. Das war klar. Gott, ich muss die unbedingt ein bisschen üben. Scheiße. Das könnt ihr auch ruhig in die Kommentare schreiben, wenn ich scheiße bin. Das ist okay für mich. Nein, ich brauche eigentlich nicht das, sondern ja, Cooldown wäre vielleicht gar nicht schlecht. Und Magic Resistance. Dann holen wir uns den Kral als erstes. Holen wir uns doch was gegen's Mana. Fürs Mana. Boah, da bin ich im Frosch in den Hals gerade. Ich weiß nicht, was man dazu sagen muss, oder wollte. Ich weiß nicht, wie oft solche Randoms und Arams kommen, aber ich versuch's eigentlich so mindestens einmal die Woche. Aber das ist momentan mehr so... Alter! Okay. GG. Oh nein! Ich sogar hinterher springen müssen jetzt. Oh fuck ey. Ich kann LeBlanc einfach mal nicht richtig. Ich hätte die Ash nehmen sollen. Da wollte Ash mit mir tauschen. Ich hab's nicht gemacht, weil ich mir gedacht habe, ach, LeBlanc, kriegst du hin. Ja. Sieht man, wie ich das wieder hinkriege.
Ich warte jetzt kurz auf den Kral, weil die Magic Resistance. Ist das eigentlich noch mehr Magic? Nein, das nicht. Aber ich krieg mehr Mana. Also, was soll's? Oh, ich habe einen Kill gemacht. Bin fünfmal gestorben. Ein Glück ist das kein Normal oder ein Ranked. Das ist ja irgendwie eklig. Oh, ich habe Kill gemacht. Ich glaube, meine Ulti war unnötig, aber. Oh fuck, wieso nimmt denn der Heal nicht den Viktor? Los! Oh fuck! Ich hätte meine Jayne noch hinterher werfen müssen. Fick dich. Du machst jetzt hier keinen Blödsinn mehr. Laufen wir doch noch hinterher mit dem Ding, genau. So, ich hab's Gefühl langsam. Nimm du dir das, du hast kein Mana. Gut, machen wir's halt selbst. Ist die Tristan jetzt doch gestorben? Nein. So, jetzt probiere ich mal was. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich muss noch 12 Sekunden warten dafür, wobei, wenn sie noch näher kommt. Nein! Da wurde ich gefeiert! Scheiße! Fuck! Ah, das wäre zu cool gewesen. Das wäre wirklich zu cool gewesen. Was schreibt mich denn die ganze Zeit an? Aha, aha. Ja, okay. Okay. Man muss das neue Item drauf kaufen. Also das hier. Wenn der das sagt, dann probieren wir das mal. Der ist nämlich, wie soll ich sagen? Ich glaube Platin. Platin, ja. Platin, nicht. Nee, oder Diamond? Keine Ahnung. Hat auf jeden Fall schon mal mit Bjergsen gespielt. Glaube ich. Aber damals war es noch irgendwie Season 3 oder so. Oder war das Bjergsen? Oder war es Shroud? Könntest du bitte aufhören? Danke. Eieieiei. Ja, ja. Versuch du's. Oh lol, der trifft hier natürlich nicht mit dem Ding. Ja, da habe ich versucht zu kaisen, aber das ist okay. Ich darf das. Sind die noch. Nein, die kommen nicht rechtzeitig, das ist okay. Ich habe aber ehrlich gesagt jetzt auch. Boah, das wird jetzt. Oh Gott. Da kommt so jemand, auf den ich jetzt irgendwie keine Lust habe. Hold up, hold up. Ich bin da mal raus. Wir haben. Alter, ich bin positiv. Ich fasse es nicht, ich bin positiv! Oh nein. Nein, da war ich zu greedy. Da kam die, da kam der Hackerin an. Scheiße. Ja, so. Sind wir erstmal ein bisschen schneller. Ne, warte mal, wisst ihr, was wir machen? Wir verkaufen den hier. Wir kaufen uns den hier.
Ja, weil jetzt geht's los mit dem Damage. Jetzt geht's ab. Was machen unsere Teammates? Oh, kill sie, kill sie, kill sie, kill sie! Kill sie! Ja! Oh, warum macht die den Schritt zurück, bitte? Okay. Muss ich jetzt nicht verstehen. Ist das holländisch? Keine Ahnung. Das ist nicht meine Sprache. Und zwar so richtig gar nicht. Alter. Los, 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 los. Okay, schade. Jawohl, sehr schön. Wir haben auch richtig schön der Ash ins Gesicht gesprungen. Bis zum... Das muss ich jetzt nicht verstehen, warum die jetzt da Free Tower getankt hat. Das wollte ich schon immer mal machen. Oh, das war so toll. Das kannst du aber nur mit LeBlanc machen. Das war jetzt cool. Das fand ich jetzt echt super. Oh, da war eine Evelyn. Alter, trifft ihr die unsichtbare Evelyn einfach. Uiuiuiui. Hab ich mich ein bisschen verklickt. Ich weiß nicht, ich glaube, ich sollte das mal auf Smartcast spielen, aber ich spiele normalerweise nie mit Smartcast. Ich weiß, das ist dumm, aber irgendwie komme ich damit noch. Habe ich es probiert, aber ich kam damit irgendwie nicht zurecht. Läuft bei dem Darius. Läuft bei dem Darius. Ich war einfach hinten und habe zugeschaut. Muss man doch so als LeBlanc. Und ich habe den Turm gemacht. Könnte mir gar nichts. So. Ich hatte ganz kurz, ich hab's Lags. Ich hab Lags, aber ich hab keinen. Okay. Kommen die nicht mehr aus der Base raus? Oh nein. Das könnte jetzt eklig für uns enden. Es könnte nämlich jetzt sein, dass wir verlieren. Wobei, wir haben Super Minions, gegen die sie kämpfen müssen. Und ich bin in 8 Sekunden wieder da. Und lass noch den Stab. Na gut. Wir kriegen vielleicht den ersten Tower, wenn sie sich beeilt. Wenn diese Tana Ahnung von ihrem Champ hätte, würde sie die Bombe draufsetzen. Hat sie aber anscheinend nicht. Fuck. Aber ich hab den Turm gedeft. Das war okay. Okay, was ist jetzt los? Oh, da hatte ich kurz einen Lag. Oh, da kämpfen sie schon. Okay, jetzt habe ich mich und meinen Klon geheilt. Läuft. Lol. Ging meine Dulce nicht raus. Och, Mano. Ja, aber ich glaube, das ist GG. Evelyn hat das schon gesagt. 2 Sekunden auf Evelyn.
3 auf Tristana. Das könnte knapp werden. Ja, okay. Sie bleibt natürlich da drin stehen. Das macht natürlich sehr viel Sinn. Okay, und Mundo ist tot. Alles klar. Würde ich sagen, haben wir das erste Spiel gewonnen. Und ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Lasst mal ein Like oder einen Kommentar da, wenn es euch gefallen hat. Oder auch wenn nicht. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.